Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Reloaded. Und ich bin heute nicht alleine, mit mir dabei sind der Nana. Hi, ja. Der Flex LP. Hey. Und Queen's World. Das Beste zum Schluss. Genau. Ja, und wir nehmen eine schöne Folge auf und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ich wollte direkt zu Beginn, bevor ich hier dieses geheimnisvolle Konstrukt, was hier angefangen ist, natürlich erstmal muss ich hier an meinen Wahlplakaten aufbauen. Wählt Wanwa zum König! Für Frieden, für Wohlstand, für Fortschritt. Genau, das hatte ich in deinem Stream auch gesehen. Warum glaubst du, dass du zum König gewählt werden solltest? Und wann wählen wir einen König? Und wieso gibt's überhaupt einen König? Damit keine Anarchie herrscht. Ah, und alles damit klar. Alle Leute von einem guten Führer geleitet werden, der einen Leitvorsatz gibt, an dem man sich hält, damit alle Leute in Wohlstand und in Frieden und... Ich führe auch gleich mal was, sonst meine Hand über deinen Arsch. Also anstatt der Anarchie haben wir eine Wanwarchie, ja? Ja. Eine Wanwarchie. Was auch nicht gut ist. Und Max und ich haben schon gesagt, Max ist mein größter Konkurrent in der Wahl des Königs und also ihn nicht wählen. Wir haben schon gesagt, wenn wir beide nicht gewählt werden, dann werden wir uns gemeinsam verbünden und gegen den neuen König rebellieren. Aber das wird dann natürlich nicht passieren, weil einer von uns wird natürlich auf jeden Fall König werden. Weil wir das dann möchte ich jetzt als Argument mal anführen, dass als König natürlich die Weisheit gewählt werden sollte und die Weisheit entspringt dem Alter. So, als Ältester der Gruppe, ne, ist das ja wohl ganz klar mein Vorrecht. So, jetzt konnte ich die alte, ganz unrecht. Die alte Opi-Karte endlich mal ausspielen, zu meinen Gunsten. Ja, aber alte Menschen sind ja auch oftmals desolat. Die sind ja dann schon, die haben ja schon einen verwirrten Kopf und sie wissen nicht mehr, wo sie sind. Und das muss man natürlich auch bedenken. Also bei alten Menschen, das ist schon mal auch gefährlich, wenn die gewählt werden. Weil also ich weiß nicht, ob ich jemanden zum König haben möchte, der Beverly Hills Cop oder Maniac Mansion nicht kennt. Ach komm. Nichts gegen Axel F., ne? Axel Foley, ne? So. Nichts gegen den. So, und erstmal ganz was anderes, um quasi vom Thema abzulenken. Nein. Also, hier nein. Wollte ich erstmal Quinns Haus zeigen. Da wollte ich einfach der Nettigkeit halber Quinns World und Spiele-Titans Haus natürlich. Lieber Quinn, mein Tagebuch für dich. Aha. Ja, das darf ich aber noch nicht lesen. Ja. Das hat er mir im Skype geschrieben. Das ist das schicke kleine Haus von dem Quinn und dem Spiele-Titan mit einem Buddy joined your channel. Hallo? Hey, hey. Und da kommt der nächste. Hi. Da kommt der nächste. Bobank, ja, wir sind mitten in der Aufnahme gerade. Ah, willkommen. Hi. Kein Ding, aber kannst du ja auch willkommen, Bobank. Aber jetzt zeige ich euch einfach das überkrasseste, was bisher auf diesem Server ist. Einfach mal das überkrasseste Gebäude. Das Haus oder den Berg, muss man einfach mal sagen, vom Azel. Das, was der sich da gebaut hat. Alter, das ist so übertrieben. Vor allem halt ohne Fliegen. Das ist so übertrieben. Ich stehe hier und muss erstmal den Berg laden, weil das Ding einfach so riesig ist. Guckt euch das an, diesen Scheißberg, wie er einfach die komplett von unten nach oben, allein mit dieser Brücke, wie die so riesig ist und hier alles. Da oben, guckt euch das an, wo Nana steht. Guckt euch das an, das ist einfach so riesig. Das alles ist das Haus vom Acer. Das ist so übertrieben krass, dieses Ding. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht mal, was das hier ist. Das wird wahrscheinlich ein Fahrstuhl. Und das wird der Kabelschacht, hat er gesagt. Also echt, das war der Kabelschacht? Guckt euch sowas an. Ich dachte auch, das wäre ein Fahrstuhl. Das ist so übertrieben krass, dieses Ding hier. Ich wollte gerade etwas sagen, aber ich habe es dann doch gelassen. Es ist einfach... Nein, also wirklich, dafür, also smash den Like-Button für dieses Gebäude, muss ich einfach mal ganz einfach sagen. Das ist einfach so ein überkrasses Gebäude hier. Ist da unten zufällig Wasser? Bei dem Kabelschacht, ja. Ein Feld hoch. Ja, das kannst du ohne Dann guck mal nach unten. Ich bin schon bei der Treppe. Ito. Ganz kurz an meine Zuschauer, ich mach gerade einen Meteor-Kompass, damit ich das ME-System anfangen kann. Und deswegen brauche ich Charged Certus Quartz. Der Flix. Wollte ich nur kurz sagen. Ja. Der Flix gibt das Stichwort, ihr wolltet mir erklären, was ein ME-System ist. Richtig.
Aber erstmal muss ich hier gucken. Okay, ich fange mal an. Oder willst du noch deine Stadtrundführung weitermachen? Ja, ich bin eigentlich nur so sprachlos. Das allein wie lange ich hier. Jetzt bin ich erst oben. Das ist einfach so übertrieben. Dann fange ich einfach mal an. Ein ME-System ist ein etwas extravagantes Lagerungssystem. Sprich, du kannst da alles reinhauen, was du willst an sämtlichen Items. Und es wird auch das habe ich schon. Kisten. Ja, aber ja, du hast aber ein Feld, wo du alle Kisten zusammen hast und du musst nur noch in einem Feld nach einem Item suchen und du findest es. Okay. Und du kannst alles stacken. Eigentlich eine unendliche Kiste. Du kannst damit auch alles Mögliche automatisieren. Du musst halt nur Festplatten rein, damit mehr Speicherplatz drauf ist. Also ein Server. Ja, quasi schon. Also was möglich ist zum Beispiel mit dem Ding, du kannst dem sagen, ja, bau mir 100.000 Likes. Ja. Irgendwas. Hi. Bau mir 100.000 Fackeln. Und das Ding macht das. Und du musst nicht. Du hast ein Jetpack. Ich bin schon ein bisschen. Ich hab kein Jetpack. Genau, sofern die Ressourcen da sind, natürlich. Okay, cool. Das ist halt wirklich theoretisch auch bald machen. Ja, das ist einfach das beste Lagersystem, was es gibt. Okay, und dafür braucht Flex einen Meteoritenkompass. Haben wir fast genug. Wegen der Steine, die es da gibt. Das Feld noch einmal abbauen und wir können die Rüstung auch machen. Wie komme ich hier jetzt eigentlich wieder zu mir zurück? Das habe ich jetzt gerade noch Dias oder was? Was? Brauchst du noch Dias oder was? Nee, ich habe 4 Dias, aber die kriege ich. Hier hinten ist alles voller Dia-Seeds. Und ich bräuchte 48 Stacks Minisio. Ich bin gerade bei 36. Also noch einmal wachsen und dann hätte ich's. Gute Frage, Flex. Das wollte ich fragen. Ich habe ein bisschen dieses Minisio. Wie viel brauche ich, um Diamant-Seeds zu machen? Naja, einfach so kannst du sie nicht machen. Da brauchst du halt. Also eigentlich brauchst du noch so Steine und so. Aber ich kann dir auch einfach mal so einen Dia-Seed abdrücken, wenn du willst. Dann musst du nicht so ganz von vorne anfangen. Aber die kann ich ja. Gut, da habe ich ja nur eine Pflanze. Oder wachsen aus den Pflanzen nochmal irgendwelche. Aus Minisio-Pflanzen kriegst du diese Essenzen raus. Und die musst du dann immer weiter hochcraften und kannst dann irgendwann bessere Seeds draus machen. Ach so. Aber das dauert eine Weile, bis du Dia-Seeds bekommst. Ich kann jetzt halt, da ich schon alle Stufen habe, kann ich alles draus machen. Also zum Beispiel Wither Skeleton Skull Seed habe ich auch irgendwo. Da kann ich jetzt solche Köpfe wachsen lassen. Und wie lange, also so ganz grob, wie lange hast du da für die, ich sag mal, bis du zu den Dia Seeds gekommen bist, wie viel Zeit hast du dafür gebraucht? Keine Ahnung, vielleicht so 4 Stunden oder so. Ich halt eigentlich meistens gemacht habe, war einfach immer wieder angekommen, wenn das Feld gewachsen ist und einmal neu gepflanzt. Ach so, ja gut. Interessant. Ja, cool. Ja, ich verstehe schon wieder eine Bahnhof. Wenn du noch Dias brauchst, ich habe noch einen Dias. Schut. So, zack. Also ich war fett Dias-Farm letztens. Ja, weil ich habe zurzeit nur so ein halbes oder ein ganzes Stack oder so. Das ist halt. Ja, ich habe ein bisschen mehr als ein ganzes. Viel, ist aber im Endeffekt ja eigentlich wirklich nicht so viel. Flexi, hier kriegst du mal ein paar, bitte. Hä? Hier kriegst du mal ein paar. Wow, oh, schmeiß mich nicht hier runter. Wo hast du die her? Gefarmt? Ich war letztes Mal ungefähr 1,5 Stunden Strip minen. Ich habe 4 Dias bekommen. Wow. Kenn ja. So, richtig geil. Gerade irgendwelche Leute schlafen gehen. Achso, ja, ich bin im Bett. Ja. Weil da kann ich nämlich zum letzten Teil meines meiner Folge quasi schon kommen. Dann werde ich meinen Fischmarkt. Ja, hart gesuchtet, so. Hey. Dann werde ich meinen Fischmarkt. Ich gerade ins Bett gehen, ich stehe direkt vor. Ja, ich denke sie auch gerade so. Ich wollte gerade zum Haupteingang zu Hause. Ja, gut, dann ist das schon mal kein Problem. Dann brauchen wir nur noch einmal das ganze Feld gewachsen haben und sein. Und dann kannst du auch so eine Rüstung haben. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Also, du kannst hier später eh alles voll machen mit Magical Crops, weil der ganze Botaniker-Kram werde ich oberhalb machen. Ja, ich weiß auch noch nicht. Genau. Das ist jetzt gerade auch einfach nur so mehr spontan dahin gepflanzt. Mal schauen, ob das da bleibt oder nicht. Ich weiß auch noch nicht mal, wo ich jetzt mein Haus hin tue. Halt irgendwo entweder mehr dahin oder mehr dahin. Also ich habe da ja schon ein paar Sachen gemacht, so für Magical Crops. Ich weiß nicht,
Hat's was gebracht? Ja, hat mir auf jeden Fall was gebracht. Der Anfang hat sich erleichtert. Das waren ja schon Kohle-Seeds und Minisio da. Genau. Jetzt habe ich schon mal weitergemacht. Ach ja, warte mal. Ach so, die solche einfachen Sachen wie Kohle-Seeds oder so, die sind nicht mal wirklich kompliziert. Oder wie? Nee. Ach so, ja, das wäre ja schon ein Anfang, wenn man so Kohle-Seeds ist so schon hat. Der zweite Stadium von Seeds eigentlich. Die ersten sind halt Minisio. Diese ganz Standard-Seeds. Und danach geht's mit Kohle... Weiß nicht, ob Redstone auch. Nee, Redstone nicht. Kannst du dir ganz kurz sagen? Farbe, Wasser, Erde, Feuer und Luft. Also du kannst da daraus auch Holz craften und so ein Zeug. Ja. Mhm. Alles praktische Sachen, die man alle gebrauchen kann. Ja. Also ich verstehe das richtig, du baust Pflanzen an, aus denen Diamanten kommen. Ne? nur für mich nochmal zum Verständnis. Ja. Gut erkannt. Ich habe gerade beschlossen, ihr könnt euch euer ME sonst so hinstecken. Ich baue dieses Golem-Lagersystem, das ich letztens online gesehen habe. Ich will kleine, wuselige Golems. Das war einfach der beste Satz, den du jemals gebracht hast. Nehmen wir mal an, in diesem Ding hier war schon einer, oder? In diesem Meteor? Ja, Meteor da war schon. Also wenn der Meteor, dass der östlich der Stadt ist, dann ja. Der ziemlich in der Stadt ist, ja. Ja, okay, ja, dann da ja. Ja, Acer hat er schon gefarmt. So ja. Ja, ich dachte mir auch, dass da schon jemand war. War nur gerade so halb zugebaut. Das war der, wo ich vorgeschlagen hatte, den auszubauen und daraus einen Weinberg zu machen. Oder eine Hotdog-Höhle. Warte, wie heißt nochmal dieser... Okay, hat sich erledigt. Ja, alles klar. Dann, das ist schön, dass wir drüber gesprochen haben. Aber, ne? Wir helfen gerne. Wir haben dir gerne geholfen, also auf jeden Fall. Ja, ich wollte nämlich Fluidukt haben. Achso, ja. Cool, es laggt hardcore. Was? Es laggt? Queried Stone. Ah, ja, jetzt geht's wieder. Alles klar. Keine Ahnung. Nice. Wie, jetzt habe ich irgendwo einen neuen Meteor. Mal eine bescheidene Frage, hat jemand zufällig Kaktus und Kaktusgrün? Noch nicht. Würde ich besorgen. Kaktus, ne? Aber ich kann mal gucken, man kann es mit Botanier, kann man einige Sachen umwandeln. Also bestimmt eine Pflanze anpflanzen, aus der Kakteen wachsen. Ich habe eine Pflanze, also es gibt eine, da kann man Farben rausmachen. Ja, das Ding ist halt, wenn wir einen Kaktus haben, haben wir theoretisch unendlich. Deswegen sollten wir, wenn wir nur einen haben, den nicht verarbeiten. Ja, weil ich brauche nämlich Kaktusgrün. Ja, das, also wenn ihr Slimeballs habt, kann ich das umwandeln in Kaktus. Wenn ihr irgendeine Farbe habt, dann kann ich das umwandeln in Kaktus. Ja, dann kann ich das in einen Kaktus umwandeln. Danke, dann bringe ich das mal gleich vorbei. Moment, ich muss erstmal den Distributor bauen. Ich muss erstmal gucken, wie der nochmal geht. Die Distribute von Pardem? Ich meine nicht Distributor, Alchemist. Zwei Braustände, eine Enderperle bräuchte ich, zwei Gold. Ui, Enderperle habe ich nicht. Ich habe sogar eine Schaufel. Aber du kannst eine Enderperle bestimmt herstellen, oder? Weg. Mit Enderperlen, soweit ich weiß, oder? Ich kann Enderperlen herstellen, wenn mir jemand 4 Enderperlen gibt. Dann alles hast du herstellen. Auch die Saat für? Ich habe noch keine Enderperlen, deswegen kann ich noch keine Endersamen basteln. Ja, wo ist denn dieser blöde Meteor? Der kann auch unter der Erde sein. Ja, da bin ich gerade, aber ich finde ihn nicht. Jo. Ja, und während meiner letzten Aufnahme ist halt auch ein bisschen Zeit vergangen, wie ihr seht. Enderperlen könnte ich... das geht auch nicht. Okay. Hier stand eine Art Sägewerk. Hier ist der Hauptraum vom Sägewerk. Hier oben haben wir unsere Lagerstätte, wo halt ein paar Baumstämme lagern und so. Aber das Feld ist nur so groß, wo der Meteor sein kann. Ich muss mal genau abfliegen. Hier haben wir halt unser kleines Häuschen, was gebaut wurde. Um da auch endlich mal was sagen zu können. Hier entsteht gerade unser Keller von unserem Häuschen. So, das heißt. Unseren Lava Fabricator haben wir auch schon mal, sprich Lava wird auch schon generiert. Okay. Oh, das kann ich sogar so machen. Nice. Da habt ihr zwischendurch auch so einen Mikro-Ruckler drin? Nö. Mal so interessenhalber. Ich hab's bei irgendjemandem gehört. Gott, glaube ich. Vielleicht war es aber auch mein Headset. Was denn? Was? Dein Headset? Nein! Doch! Oh!
Sehr schön. Ich habe schon gedacht, diese Gruppe wäre verloren. Aber sie kennen wir, Louis de Finet. Oh ja, den, also den muss man aber kennen. What Ja, the guck, fuck? Ich bei, hab. ne, bei dem Gespräch, was ich heute geführt habe, wo man noch nicht mal wusste, wer Axel F ist. Also, komm, also bitte. Was? Den muss man kennen. Wer kennt denn nicht den berühmten Axel Foley, aka, ich wollte gerade sagen, Will Smith, ja. Crazy Frog. Glückwunsch! Ach, ist das schön, endlich der Älteste in der Gruppe zu sein. Wer bist du denn? Ich bin der zarte 33. Ja, wir sind eh gerade der Ältestenrat so gefühlt, der hier tagt, ne? Nada ist dabei, Quinn ist dabei, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz jung. Womit wir wieder bei dem Hoheitsthema von vorhin wären. Sein, die Regentschaft die gebührt der Weisheit. Also wir also gründen einen Ältestenrat. Ja, das Einzige, was weiß bei euch ist, sind die Haare. Nein, wir gründen ein Protektorat, wenn schon denn schon. Oh, ja genau. Direkt so. Keine und alles Demokratie, muss uns, nix. Und alles muss uns gleich sozusagen, ne, halt vorgetragen werden. Und wir müssen einstimmig sein, wenn es nachher gemacht werden soll. Ja, ja, da sollten wir uns definitiv nochmal drüber unterhalten. Ja. Solange ich den Vorsitz habe, ist mir das egal, wie wir es nennen. Ja, wir müssen sowieso einstimmig sein, von daher. Ja, okay. Einstimmig. Sag mal, können Stimme. Solche Meteoriten auch leer sein? Ja. Oh. Hatte ich noch nie. Weil ich glaube, ich bin gleich komplett durch. Ah, nee, da ist doch eine Kiste. Oh Mann, aber das Falsche. Mist. Okay, geil. Nice, ich wollte eigentlich Seared Bricks schreiben, ne? Was schreibe ich, Dad? Hm? Nice. Euer bist du GG. Kompass, spring um, ich brauche einen neuen Theor. Ach so, ich muss gar nicht so viele. okay. Wie viele von den Meteoriten gibt es so in Reichweite? In Reichweite, keine Ahnung, kommt drauf an. Je nachdem halt. Nicht so viele. Aber es gibt ja einen Kompass. Mit dem fliege ich halt einfach ein bisschen in eine Richtung und dann irgendwann schlägt er zum neuen Meteor ab. Nice, der Server laggt gerade ein bisschen. Ja. Echt? Die ist ja super. Nee, es ist tatsächlich bei mir, dann gerade auch ein wenig neben dem Zeug stehen ja, bleiben, was ich aufnehmen wollte. Jetzt müsste es wieder gehen, weil ich habe gerade so einen Riesenbaum gesetzt und der Ach ist so. Jetzt gewachsen. Okay. Das ergibt Sinn. Ja, toll. Verbannt ihn! Er sorgt dafür, dass der Server abstürzt. Kann man denn dieser Meteor und du bist Bitte schuld. Entschuldigung. Man muss doch Bäume lieben, umarmen. Ja, versuch den Baum mal zu umarmen. Viel Spaß. Ach, ungefähr. Ja. Ach, das ist meine Spannweite, ey. So. Ach, stimmt, ich brauche noch zwei Drains. Alles klar. Oh, ich glaube, ich muss meine Folge ein bisschen Überlänge machen, beziehungsweise ich nehme auf, nachdem ihr schon fertig seid, aber macht das dann in Zeitraffer. Nein! Jo, ich wir sind ja schon bei Ja, wir sind eh schon über 15. Aber ja, wir sind ich bei muss jetzt noch 23. diesen Meteor aufkloppen und hoffen, dass da was Geiles drin ist. Geil, ah, oh, okay, so ist das. Ja, halt das Silikon. Ja, oder irgendwas Geiles. Geil, okay. Ja. Oh, wie so eine richtig geile. So, ich hoffe, dass jetzt meine Smeltery funktioniert. Oh, Smeltery? Stell dich mal rein, dann weißt du es. Und sie connecten nicht so, wie ich es gerne hätte. Das ist klar. Hat jemand noch Dirt zufälligerweise? Wenig. Dirt? Ja, aber ja. Ich bin 1000 Blöcke entfernt. Wirklich? Ach, scheiß drauf. Ich baue das mal selbst ab. Oh Mann! Alle drei Pressen, nur natürlich nicht die Silikon. Geil. Kann man das noch irgendwie anders machen? Ja, nee, kann man nur mit der Silikon-Press. Naja, so, solange du jetzt nicht nach Silicon Valley willst. Aber wenn eine so eine solche Platte existiert, dann kannst du die aus anderen ja, Sachen machen. Ja, ich weiß. Ja, weil alle anderen Pressen kann ich halt auch mit Magical Crops herstellen. Ich meine halt, vielleicht haben welche die. Ja, also hier hat es gerade keiner. Okay, ja gut. Dann scheiße. Oh, shit happens. So, für die, deren Folge zu Ende geht, wären wir jetzt bei 20 Minuten, ich weiß ja nicht.
Scheißdreck passiert. Ob ihr aufhören wollt, ich würde die Folge weitermachen, Vanilla. Ja, ich mach sie noch ganz kurz und suche nochmal. Ja, ich nehme gleich auch auf, ne? Mach vielleicht ein bisschen länger, weil dann habe ich wenigstens was für also die anderen. Also, macht ihr noch ein bisschen gerade, okay. Dann muss ich mal nicht ankündigen, dass gleich ein Zeitraffer kommt in meiner Folge. Gehen wir mal alle ins Bett vielleicht? Ne? Ja, ja. Auf ja. den Weg. Mit dem Bett Cave. Ich meinte ins Bett. Was, da ist Monster in der Nähe. So. Ja, da ich hier Stufe wieder nur im Moment Wände hochziehe, kann ich auch noch ein paar Minuten dranhängen. Also, ja. Was brauche ich denn als erstes für so ein ME-System? Was wäre für mich der Anfang, um auf den Weg zu gehen? Sucht ihr entweder Sertus-Kristalle oder... Sertus-Quarz und Charge. Ja. Sertus-Quarz. Ja. Eigentlich die beiden. Ja. Oder ein Charger. Bauen direkt. Der ist oder mit Magical Crops kann man die auch chargen. Ach du mit deinen ja. Magical Crops. Ja, ganz ehrlich, also... Wundert ihr euch jetzt, warum ich mit dem Mod angefangen habe? Ja, aber ganz ehrlich, eigentlich ist die halt schon geil, wenn man sich das so anhört. Ja, Magic Crops, ja. Ja. Ich wusste halt nur nicht bis dato, dass die auf dem Server ist. Deswegen Heilige Maria, Mutter Gottes! Für den Highlander. Last Gott aus der Spau. Zwei Hexen, die einfach mal auf mich drauf gingen. Das war aber jetzt unfair. Komm, das war schon immer vorgeträumt. Ja, ja, das war ein richtig schöner Dreier eigentlich. Klang das gerade ein bisschen gehässig? Nee. Ach nein! Wir müssen Treppen machen. Nicht denn eigentlich? Wer kennt sich denn mit diesem komischen Taumacraft-Mod aus? Baumcraft? Was muss ich denn machen, um diese schicken kleinen Golems zu basteln? Uff, das dauert. Dann will ich es nicht mehr. Nein, für sowas. ME-System dauert allerdings, glaube ich, fast noch länger. Beim Ding ist halt so nervig, das ganze Researchen. Ja. ME-System, das erste kleine ME-System kannst du eigentlich ziemlich schnell machen. So ganz winziges halt. Ja, wobei das Problem bei ME ist, du brauchst natürlich immer wiederum noch eine Energieversorgung. Ja. Das stimmt natürlich. Brauchst das du aber ja eigentlich für jeden Mod. Ja. Irgendwann brauchst du eh Energie, deswegen. Bin ich schon an der Arbeit und zwar kommt in die Mitte des Dorfes ein riesengroßer Atomreaktor hin. In die Mitte des Dorfs? Ja. Das ist aber ein bisschen pottenhässlich, ne? Das weißt du schon. Im Untergrund. Ja, aber nein, doch nicht im Untergrund. Das muss nicht effektiv sein, das muss schön sein. Der Atomreaktor soll ein schönes Kraftwerk, damit Kühltürmen und ja, wenn du das alles hochziehen willst, kannst du es gerne machen. Ja, aber du musst ja bedenken, das ist ja kein Projekt, wo alles schnell fix, wir brauchen Energie, sondern ruhig, gelassen, entspannt. Stell dir vor, du bist das ganze Projekt lang auf Gras. What the fuck? So ist das hier. Einfach bisschen entspannt, gechillt. Low down, my buddy, low down. Da brauche ich ja nur dich angucken. So, das ist jetzt der letzte Meteor, den ich heute untersuchen werde, ob da was drin ist. Was gescheit's. So, wir sehen uns mittlerweile bei 23:30. Ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss, bei Nada. Wer die Folge auch noch beenden will, kann jetzt auch noch eine Verabschiedung machen. Sofort. Ich muss noch ganz kurz. Ja, dann greife ich deiner Verabschiedung vor. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Schaut euch den Zeitraffer bei Wanwa nochmal an. Und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Bei den anderen am besten nicht, ne? Dann würde ich sagen, seht ihr jetzt gleich einen Zeitraffer, wie ich hier das Haus zu Ende baue. Und wir sehen uns dann bei meiner Verabschiedung noch. Und bis dahin.
Und das war der Zeitraffer. Ja, ihr seht jetzt hier, ne, das fertige, den fertigen Fischmarkt noch nicht eingerichtet. Das kommt dann später durch Nanas Hilfe als Tischler, als Schreiner. Jojo. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und macht's gut. Tschüss. Tschüss.